Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite hier zum ersten Internationalen Tag der Nachhaltigkeit hier beim IFN. Ja, vielen Dank auch für oder an meine Vorredner. Wir haben ja heute eine ganze Menge schon über Nachhaltigkeit gelernt und gehört. Und ich möchte heute von meiner Seite Ihnen das Thema Nachhaltigkeitsmarketing nahebringen. Dann möchte ich auch gleich starten und wie Sie hier sehen in meinem Vortrag, das Thema oder die Überschrift ist: Stellen Sie sich vor, Sie sind nachhaltig und keiner merkt es. Kurz zu meiner Person: Mein Name ist Oliver Schulz, ich bin IFN-Botschafter und selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Industrie, Maschinenbau und Medizintechnik. Warum dieses Thema? Es kommt aus keinem Lehrbuch, sondern ich habe da diverse Mandate durchgeführt und ich habe immer wieder festgestellt, dass es in der Nachhaltigkeitskommunikation in der Industrie nicht wirklich gut bestellt ist. Ja, Nachhaltigkeit ist ein Megatrend und für unsere Zukunft unabdingbar. Und unsere Industrie könnte sicherlich auch sehr, sehr viel mehr von gutem Nachhaltigkeitsmanagement und glaubwürdiger Nachhaltigkeitskommunikation profitieren. Leider ist es in großen Teilen der Wirtschaft immer noch ein Problem. Es findet einfach schlichtweg nicht statt, obwohl es in der Tat schon sehr, sehr gute Maßnahmen zur Nachhaltigkeit in der Industrie gibt. Stellen Sie sich vor, Sie müssten heute oder Sie würden heute mit Ihrem Nachbarn reden, würden Sie ihm heute noch erzählen, dass Sie Müll trennen oder was Sie in die gelbe Tonne tun. Ich glaube, das macht heute keiner, weil es hat sich einfach durchgesetzt und man redet gar nicht mehr darüber. In der Industrie sieht es ein bisschen anders aus. In der Industrie sind die ökonomischen Aspekte die dominieren. Es geht hier eigentlich immer um das mehr, besser, schneller, günstiger, höher, Verdrängung von Wettbewerb. Aber ist unsere Industrie eigentlich so ignorant in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen? Genau das möchte ich heute einfach mal an zwei Beispielen aus dem Maschinenbau beleuchten. In vielen Unternehmen etabliert sich gerade die Technologie der Augmented Reality. Ja, was ist das? Hier werden hochauflösende Displaybrillen mit diversen Sensoren, Kameras und einer entsprechenden Software dafür verwendet, sie quasi am Ort des Geschehens sein zu lassen. Diese Anwendungen, diese Holographiebrillen, die Anwendungen sind inzwischen mannigfaltig und man kennt sie natürlich auch aus den Computerspielen. Aber diese professionellen Brillen findet man immer mehr auch im Rahmen der Industrie 4.0. Hier mal ein Szenario, wie sowas aussehen könnte. Stellen Sie sich vor, ein Maschinenstillstand am anderen Ende der Welt. Der Fehler ist mit einem einfachen Schraubendreher nicht zu finden. Und statt nun die Servicetechniker oder Serviceingenieure durch die ganze Welt zu schicken, setzt sich der Techniker vor Ort eine AR-Brille auf und ist über tausende von Kilometern mit dem Hersteller oder dem Service Center verbunden. Und der Spezialist sieht jetzt eigentlich genau das, was er sehen würde, wenn er vor Ort wäre. Und zusätzlich werden ihm auch noch Daten eingespielt in diese Brille, die Reparatur oder die Fehlerbeseitigung vereinfachen könnte. Das könnten Messpunkte sein, das könnten Konstruktionsdaten sein. Und der Vorteil überdies ist auch noch, dass nämlich die wenigen Spezialisten nicht an den verschiedensten Orten in der Welt unterwegs sein müssen. Sie sind halt ständig vor Ort. Aber es gibt einen ganzen Sack voll Vorteilen, die ich Ihnen auch da in diesem Zusammenhang mal zeigen möchte. Die Vorteile bei Augmented Reality oder Service im Augmented Reality Bereich ist ein schnellerer Service. Man muss nicht die Reisezeit mit beachten. Man hat dadurch geringere Stillstandszeiten. Der Austausch der Informationen ist wesentlich schneller. Man spart Personalressourcen, ganz klar. Die Qualität verbessert sich. Es gibt eine geringere Ausbildungszeit. Man muss nicht die Leute aufwendig schulen. Der Know-how-Transfer findet nur da statt, wo man die Informationen auch braucht. Hat zum Beispiel auch den Vorteil,
Wir kennen das aus Fernost. Da nimmt man gerne, macht man gerne Plagiate. Und hier werden nur die Daten übertragen, die man wirklich braucht. Und man muss nicht im Vorwege haufenweise Konstruktionsdaten den Geräten mitschicken. Es ist natürlich ganz klar auch eine höhere Motivation für Mitarbeiter. Ein Vorteil für die Ergometrie oder Ergonomie und ein extremer Imagegewinn für die Unternehmen, die es dann auch machen. Und weil es ein kollaboratives Arbeiten über Entfernungen ermöglicht. Sie sehen, ich habe hier auch noch so eine kleine Grafik dazu gemacht. Sie wissen ja, Nachhaltigkeit ist definiert durch die drei Säulen der Ökonomie. In farbigen Kästchen können Sie sehen, welchen Bereich ich das zugeordnet habe. Und der wichtigste Punkt hier von Ferndiagnosen oder Fernreparaturen sind ganz eindeutig die weniger geringeren Reisen und dadurch den wesentlich geringeren Ausstoß an CO2 oder sonstigen Umweltschadstoffen. Ich habe das hier nochmal verdeutlicht. Weniger Reisen ist hier wirklich der entscheidende Aspekt. Es werden hunderttausende Tonnen CO2 eingespart, dazu noch andere Umweltschadstoffe wie Kohlenstoffdioxid, Kohlenwasserstoffe, Stickoxide, Stickstoffoxide, Stickstoffmonoxide und so weiter, Ruß und Feinstaub und so weiter. Ein Beispiel, was ich hier mal nennen möchte oder mal ausgerechnet habe für Sie, ist hier ein Transatlantikflug von Düsseldorf nach New York, ca. 6000 Kilometer. Und zurück, hier fallen wirklich über dreieinhalb Tonnen CO2 pro Passagier an. Das ist zweimal so viel wie bei einem PKW mit derselben Strecke. Da würden immer noch 2 Tonnen CO2 eingespart werden. Das ist eine richtig große Menge. Ja. Und genau dieser Punkt dieser Umweltentlastung, den nimmt eben keiner wahr, geschweige denn wird dafür ein Sustainable Marketing, also Nachhaltigkeitsmarketing verwendet in der Unternehmenskommunikation. Man könnte als Unternehmen sich wirklich hier als grüne Marke präsentieren und es kostet kaum mehr, weil im Grunde genommen praktiziert man die Nachhaltigkeit schon, nur man kommuniziert es nicht. Und ich habe es hier nochmal großrot hineingeschrieben. Diese Größenordnung ist auch nicht trivial. 2019 erwirtschaftete die deutsche Industrie 1,8 Milliarden Euro und mehr als 50% kamen davon aus dem Geschäft mit Dienstleistungen, also eben mit solchen Service-Dienstleistungen, nicht genau mit diesen, aber einfach, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie hoch dieser Anteil in unserer Industrie ist und was da am Ende auch an CO2 eingespart werden könnte. Ich habe noch ein zweites Beispiel für Sie, und zwar aus dem Bereich der Anlagenbauer. Hier wird das Retrofit angeboten. Was versteht man unter Retrofit? Retrofit ist im Grunde genommen nichts weiter als eine Anlagenmodernisierung und sie bietet die Möglichkeit, alte Maschinen, die schon viele, viele Jahre in der Fertigung unterwegs sind, general zu überholen, fit zu machen für die Zukunft, Komponenten auszutauschen, neue Bestandteile zu integrieren und fit zu machen für neue Kommunikationstechnologien, sprich Industrie 4.0. Und natürlich gibt es da Unterschiede, es hängt immer ein bisschen ab vom Maschinenpark. Aber am Ende des Tages in der Regel werden erhebliche Energiekosten eingespart. Eins und zweitens, diese Anlagenteile werden einfach nicht verschrottet, sondern sie haben einen zweiten Produktlebenszyklus. Und dann sind wir wieder bei den Vorteilen, wie vorhin. Es verlängert sich die Lebensdauer, man steigert das Produktionsvolumen, die Produktionsqualität wird gesteigert, die Anlage wird effizienter. Es gibt ja halt immer das Problem mit Ersatzteilen, gerade wenn die Anlagen älter sind. Auch hier hat man Vorteile. Wie gesagt, man hat die Chance, das in eine moderne IT-Umgebung mit einzubetten. Man erfüllt in der Regel dann auch mehr gesetzliche Vorgaben. Auch die Arbeitssicherheit spielt da eine große Rolle und auch die Ergometrie, sprich die Bedienung wird in der Regel verbessert. Und last but not least, wieder das, was es hier zusätzlich zu erwähnen gibt, ist, man senkt Emissionen, man spart Energie ein und zwar erheblich und man reduziert ganz klar Abfall. Also man vermeidet den.
Ja. Und auch hier kann man eigentlich wieder sagen, beim Retrofit ist diese Nachhaltigkeitsbetrachtung nicht präsent. Ich selber habe im Unternehmen gearbeitet und in den Prospekten und findet man alle Attribute, die so ein neues Produkt verbessern, aber eben nicht das Thema Nachhaltigkeit. Und die Erleuchtung habe ich dann noch gefunden, als ich Retrofit unter Wikipedia gegoogelt habe. Auch da steht sehr viel drin, aber eben nicht Thema Nachhaltigkeit. Ja, Fazit. Es gäbe eigentlich noch viele, viele weitere Beispiele zu erläutern zu diesem Thema. Aber für mich in meiner Abschlussbetrachtung bleibt eigentlich, die Industrie ist gar nicht bewusst ignorant auf Nachhaltigkeitsthemen. Es werden ja auch die richtigen Schritte übernommen, die auch nachhaltig wirken, aber sie werden einfach nicht kommuniziert. Sprich, für mich in den Köpfen unserer Industrie findet das Thema Nachhaltigkeit eben definitiv nicht statt. Was wäre denn, wenn unsere Industrie, die ja schon unbewusst nachhaltig ist, das Thema viel bewusster angehen würde, viel, viel mehr in das Thema Sustainable Marketing, Nachhaltigkeitsmarketing investieren würde, dann hätte es dann auch einen viralen Effekt auf unsere Marktbegleiter oder auf andere Märkte. Was wäre denn, wenn sie damit noch erfolgreicher wären? Ich denke, unsere deutsche Wirtschaft wäre dann schon ein ganzes Stück weiter und auch schlagkräftiger gegenüber der Konkurrenz aus Fernost und der USA. Ja, Nachhaltigkeitskommunikation ist wichtig und ja, mein Eingangsbeispiel, mein fiktives betrachtet, vielleicht müssen wir doch mehr über die gelbe Tonne reden und nachdenken und Entscheidungen treffen, natürlich im übertragenen Sinne. Denn aktives Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitskommunikation können sich nachweislich eben positiv auf das Image, auf Kosteneinsparungen, Gesetze, Wettbewerbsvorteile, die Motivation der Mitarbeiter und den Umsatz auswirken. Und gerade beim Thema Gesetze ist vielleicht noch der Hinweis vorweggenommen, dass man sogar, wenn man der Erste in diesem Bereich ist, sogar einen Einfluss auf Vorgaben, Verordnungen, Gesetze sogar führen kann. Also alles in allem wirkt sich das eben extrem positiv auf unsere Umwelt aus. Ja, zum Abschluss meine Botschaft: Nachhaltigkeit schließt Erfolg nicht aus. Im Gegenteil, sie generiert Erfolg und ist gut für unsere Umwelt. Also tue Gutes und rede drüber, damit es eben jeder merkt. Ja? Und Nachhaltigkeitsmanagement, Nachhaltigkeitskommunikation gilt es eben mehr und mehr in den Markt zu nehmen, damit, damit die Unternehmen erfolgreicher werden und wir unseren Kindern und Enkelkindern noch eine schöne Zukunft hinterlassen können. Ja, vielen Dank von meiner Seite aus fürs Zuhören und ich gebe wieder zurück in die Schweiz. Vielen Dank.